Wusstest du, dass du 3.000 Euro im Jahr steuerfrei verdienen kannst? Und zwar mit der sogenannten Übungsleiterpauschale. Und zwar steht dir diese Pauschale immer dann zu, wenn du nebenberuflich tätig bist als Ausbilder, Dozent, Pfleger, Erzieher oder Künstler. Und dann musst du nicht nur keine Steuern bezahlen, sondern auch keine Sozialversicherung auf diese Einkünfte. Welche Voraussetzungen du genau erfüllen musst, um diese 3.000 Euro steuerfrei zu bekommen und wie du sie in deiner Steuererklärung angeben musst, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Um die Übungsleiterpauschale in Anspruch zu nehmen, musst du 4 Voraussetzungen erfüllen. Diese Voraussetzungen sind übrigens in § 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz geregelt, falls du mal nachlesen möchtest. Die erste Voraussetzung ist, dass es eine nebenberufliche Tätigkeit ist. Und nebenberuflich bedeutet, dass du für diese Tätigkeit nicht mehr als ein Drittel der Zeit aufwenden darfst, wie du für deinen Hauptjob aufwendest. Das heißt, wenn du einen Vollzeitjob hast, 40 Stunden irgendwo angestellt bist, dann darfst du nicht mehr als ein Drittel von diesen 40 Stunden nebenberuflich für diese Tätigkeit aufbringen. Übrigens kannst du auch als Hausmann, Hausfrau, Rentner, Student oder Arbeitsloser eine nebenberufliche Tätigkeit ausüben. Das heißt, auch wenn du keine Haupttätigkeit hast, hast du einen Anspruch auf die Übungsleiterpauschale. Und zweitens muss es sich um eine begünstigte Tätigkeit handeln. Und zwar sind diese Tätigkeiten, die durch die Übungsleiterpauschale abgedeckt sind, meistens pädagogischer Natur. Also Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder im künstlerischen Bereich. Um mal ein paar Beispiele zu geben, was gefördert ist durch diese Übungsleiterpauschale, zum Beispiel wenn du als Sporttrainer in einem Fußballverein arbeitest oder als Chorleiter oder bestimmte Lehr- und Vortragstätigkeiten ausführst oder aber du pflegst alte und behinderte Menschen. Wenn dein Job es in erster Linie ist, Gegenstände oder Tiere zu betreuen, dann kannst du diese Übungsleiterpauschale nicht in Anspruch nehmen, weil da liegt nicht die pädagogische Arbeit im Mittelpunkt. Zum Beispiel wenn du im Fußballverein arbeitest, aber kein Jugendtrainer bist, sondern Platzwart, dann kannst du die Einkünfte nicht über die Übungsleiterpauschale steuerfrei beziehen. Auch die Ausbildung von Tieren, zum Beispiel als Hundetrainer, sind ebenfalls nicht abgedeckt. Und zum Beispiel auch Rettungssanitäterarbeiten bei großen Volksfesten oder Sportveranstaltungen kannst du nicht steuer- und sozialversicherungsfrei über diese Übungsleiterpauschale abrechnen. Die dritte Anforderung, die du erfüllen musst, hat mit deinem Auftraggeber oder deinem Arbeitgeber zu tun. Und zwar muss das entweder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft sein oder eine gemeinnützige Vereinigung. Das heißt, ganz konkret müssen das beispielsweise Universitäten, Fachhochschulen, Schulen, Volkshochschulen, Sportvereine oder Sportverbände sein. Und viertens muss deine Tätigkeit gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Was bei der Übungsleiterpauschale übrigens interessant ist, ist, dass der Gesetzgeber keinen Unterschied macht, ob du auf Rechnung arbeitest oder angestellt arbeitest. Das heißt, diese Übungsleiterpauschale kannst du sowohl als Selbstständiger als auch als Angestellter wählen. Nur macht das natürlich einen Unterschied, wo du das Ganze in deiner Steuererklärung einträgst. Denn diese Einnahmen, die der Übungsleiterpauschale unterliegen, musst du trotzdem auch in deiner Steuererklärung angeben. Wenn du als Selbstständiger arbeitest, dann trägst du das Ganze ein in der Anlage S. Wichtig ist, du musst keine Anlage EÜR ausfüllen, das heißt nur die Anlage S und nicht die Anlage EÜR, wenn du unter diesen 3.000 Euro liegst. Wenn du aber mehr als 410 Euro Überschuss machst oder du dir überlegst, dass du gerne auch Betriebsausgaben geltend machen möchtest, dann solltest du eine Anlage EÜR zusätzlich ausfüllen. Wenn du als Angestellter nebenberuflich beispielsweise in einem Fußballverein arbeitest und diese Übungsleiterpauschale ansetzen möchtest, dann trägst du dieses Einkommen in der Anlage N ein. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und wenn du noch Fragen zu dem ganzen Thema Übungsleiterpauschale hast, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich helfe dir gerne weiter. Und wenn du selbstständig bist, entweder über dem Übungsleiterfreibetrag oder aber ganz normal hauptberuflich selbstständig bist und du Hilfe bei deiner Selbstständigkeit brauchst, dann schau dir doch mal unbedingt unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und haben einige spannende Angebote, die dein Leben als Selbstständiger vereinfachen können. Alle Informationen zu unseren Angeboten bekommst du einmal, wenn du hier klickst oder du schaust dir erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.